Voice recognition authorized. Welcome. So, in dem Video geht es jetzt um den Material Editor. Da das Video Teil der Grundlagenserie ist, gehe ich erstmal nur auf das Wichtigste ein. Wie erstellt man jetzt ein Material? Das ist ganz einfach. Im Content Browser, rechte Maustaste Material, Namen geben und starten. Das Ganze ist klassisch aufgebaut. Wichtig ist hier erstmal die Toolbar, zu der kommen wir später noch. Wir haben hier ein Viewport, wir haben einen Graph mit einer Base Node, den Details Panel, der dir immer die aktuellen Informationen von dem aktuell angeklickten Objekt anzeigt und eine Palette, die du wahrscheinlich schon aus der Blueprint kennst. Die Unreal Engine benutzt den PBR Workflow, das steht für Physically Based Rendering. Und das heißt so viel wie, dass die Berechnung hier auf physikalisch korrekten Gesetzen beruht. Wenn man hier jetzt Nodes hinzufügen möchte, dann kann man das genauso wie in dem Blueprint Editor machen. Funktioniert intuitiv eigentlich genauso. Man hat hier eine Palette und kann hier irgendwas hinzufügen. Mit Shortcuts geht das auch. Die ganzen Sachen können verbunden werden über die gewohnten Pins. Und das Endergebnis siehst du dann hier im Viewport, wenn du das richtig eingestellt hast. Natürlich kannst du auch wie immer die rechte Maustaste drücken und irgendwas suchen. In meinem Fall dann ein Constant One. Das ist einfach nur ein Zahlenwert, den man hier eingeben kann über den Details Panel. Und das kann ich dann in irgendeiner Form verbinden. Ich nehme jetzt mal Base Color. Du siehst, auf der linken Seite ändert sich immer der Viewport. Und das macht dann nur, wenn du oben Live Preview in der Toolbar angeklickt hast. Ich kann das hier aus der 0 mal eine 1 machen und dann wird das Ganze weiß. Damit das nicht so langweilig wird, kann ich jetzt auch ein Constant 3 hinzufügen. Ich könnte jetzt auch einfach die 3 oder die 1 drücken und dann die linke Maustaste. Das ist der Shortcut dafür. Eine Farbe kann man natürlich auch mit nur einem Wert machen. Das wäre aber nur schwarz, grau und weiß, je nachdem, was man hier dann eingibt. Für eine richtige Farbe brauchen wir natürlich dann drei Werte, Rot, Grün und Blau. Und mit einem Doppelklick hier auf den Constant 3 kriegst du dann hier den Color Picker. Den erkläre ich dir gleich auch nochmal ganz kurz. Aber jetzt lass uns ihn erstmal verbinden und einfach irgendeine Farbe wählen. Der compilet das Ganze jetzt und dann siehst du hier das Preview. Der Color Picker selbst ist auch ein ziemlich cooles Tool. Den kennst du vielleicht auch schon von den Ordnern oder insgesamt aus der Unreal Engine, aber ich erkläre ihn trotzdem nochmal ganz kurz. Du suchst dir irgendeine Farbe aus, wählst die Helligkeitsstufen und kannst sie dann per Drag and Drop hier oben reinsetzen und beim nächsten Mal wieder benutzen, wenn du ihn öffnest. Du kannst jederzeit den Eyedropper benutzen, über irgendeine Farbe hovern. Geht natürlich dann auch im Webbrowser oder auf deinem Computer irgendwo und er holt sich die, du kannst hier die Anordnung ändern und dir die Farbe so rauspicken und natürlich Hexlinear und Hex-sRGB-Codes einfach hier reinkopieren und fertig. Du kannst Rot, Grün und Blau auch separat ansteuern, also Rot 1, Grün 0, Blau 0 ist dann demnach Rot und das Coole ist, du kannst das Ganze hier oben auch organisieren, also jetzt hast du hier ein Theme und ich kann jetzt auch ein neues hinzufügen und noch eins und so weiter. Ich kann die auch umbenennen oder duplizieren, Namen anpassen, das Ganze wieder löschen und wenn ich eine Farbe habe und möchte die ja nicht mehr haben, dann kann ich die hier auch direkt aus dem Theme rausnehmen und über den Mülleimer hovern. Das geht übrigens nur, beziehungsweise der taucht nur auf, wenn du gerade in einer Drag-Operation bist. Wenn du loslässt, dann verschwindet der wieder. Und das war es auch schon zum Color Picker. Ändern wir wieder auf Rot. So. Und kommen zur nächsten Node, zum nächsten Pin, meine ich. Und das ist Metallic. Da wir uns im PBR-Workflow befinden, ich habe jetzt nochmal wieder die 1 gedrückt und die linke Maustaste, kann etwas oder sollte etwas nur metallisch sein oder nicht metallisch, also 0 oder 1. In der Theorie kannst du ja aber auch Werte dazwischen hinzufügen. Also 0 gar nicht metallisch, 1 metallisch. Unterschied ist klar, denke ich.
Jetzt kommen wir zum nächsten, das ist Specular. Das sollten wir erstmal außer Acht lassen. Standardmäßig ist hier ein Wert von 0,5 hinterlegt für dich. Es gibt gewisse Tabellen, die kann ich dir auch gleich nochmal einblenden, wo man dann ableiten kann, welches Material oder welcher Stoff oder welche Oberfläche welchen Specular-Wert haben sollte. Aber mit 0,5 fährst du erstmal sehr gut. Kommen wir zum nächsten, das ist die Roughness. Hier auch wieder ein Wert von 0 oder zwischen 0 und 1. 0 bedeutet halt gar nicht rough und 1 halt total. Jetzt sieht es aus wie eine Christbaumkugel hier. Also überhaupt nicht rough und zu 100% metallisch. Das Ganze können wir auch nochmal umkehren. Und jetzt spiegelt sich hier gar nichts mehr. Bei der Roughness kannst du übrigens jeden Wert dazwischen dann einstellen. Also es kann auch gerne einfach 0,5 sein oder was auch immer du haben willst. Auch hier gibt es im Internet jede Menge Schablonen, was so im Rahmen des PBR-Workflows, welches Material für eine Roughness hat und welche Farbe und so weiter. Das kannst du dann halt kombinieren und einfach über die Charts gehen, auch mit dem Color Picker gerade ziemlich cool und schnell gemacht, wenn du mal eben Gold haben willst oder sonst was. Einfach drüber, fertig und dann stellst du dir die richtige Roughness ein, stellst auf Metallic und hast dann perfektes Gold und kannst das dann von da aus als Grundlage benutzen und dann entsprechend bearbeiten. Den nächsten überspringen wir wieder und kommen direkt zur Emissive Color. Das bedeutet jetzt einfach nur, dass diese Farbe hier, und ich nehme mal wieder so einen Wert zwischen 0 und 1, von sich selber aus leuchtet, beziehungsweise das Material von sich selber aus leuchtet. Je höher der eingestellt wird, desto mehr überblendet der die Base Color, weil er ja selber leuchtet. Und das kann ich mal kurz zeigen. Wir pumpen ja jetzt gerade weiß rein, also leuchtet er jetzt schon bei 1 von selber aus weiß und wir sehen nichts mehr von braun. Und wenn wir da mit ein bisschen höher gehen, sagen wir mal 10, dann fängt das immer mehr und mehr an zu leuchten. Und weil das Ganze halt so ein unglaublich hoher Wert ist, kommt dann sofort der Bloom-Effekt zum Tragen, wenn der in der Engine aktiviert ist. Standardmäßig ist er das. Wenn du möchtest, kannst du den übrigens auch deaktivieren und dann sieht das Ganze so cool aus. Dann kriegt das einen geilen Schein. Allerdings ist die Farbe natürlich jetzt flöten gegangen. Deswegen kommen wir jetzt zur nächsten Note, die ich vorstellen möchte. Man kann hier unter anderem auch adden, subtracten, multiplyen und dividen. Und wir nehmen jetzt mal die Multiply Note und hinzufügen kannst du die natürlich wie gewohnt rechte Maustaste und gibst dann Multiply ein oder drückst M und die linke Maustaste und dann kriegst du die auch so. Linke Alt-Taste, wie auch im Material Editor, im Blueprint Editor, löst dann die Pins hier. Und jetzt verbinden wir das einfach mal. Also wir nehmen die Farbe Blau, wir multiplizieren sie mit irgendetwas, sagen wir mal mit dem Wert 1 erstmal, um es zu zeigen. Und schließen das dann an die Emissive Color an. Jetzt haben wir immer noch Farbe, eben hatten wir das ja nicht mehr bei 1. Und jetzt können wir damit ein bisschen höher gehen und das Ganze leuchtet dann, weil die Farbe multipliziert wird. Und es wird ein bisschen... Moment, so, es wird ein bisschen ersichtlicher, wenn wir hier, oder machen wir das mal so, Rot nehmen, Q ist Rot. Dann kriegen wir ein bisschen was von dem Farbwert mit. Natürlich gilt auch hier, je höher der Wert, desto mehr Farbe geht verloren. Aber vielleicht ist es auch genau der Effekt quasi, den du erzielen möchtest. Das sieht schon ziemlich cool aus für so ein paar Einstellungen. Die anderen Notes kann ich dir auch nochmal eben zeigen. Das ist einmal Add. Subtract und Divide. Ganz übliche Mathe Notes, die wir teilweise auch aus dem Blueprint Editor kennen. So, kommen wir jetzt zur Toolbar. Wie immer Save und Browse direkt zum Asset. Das kennen wir ja. Apply bedeutet, dass alle Änderungen, die du jetzt getätigt hast, die du hier auch schon sehen kannst, zu den Materials in deiner Welt hinzugefügt werden. Search kennst du ja auch schon, einfach eingeben und suchen. Der Home-Button führt dich immer wieder zurück zu deiner Base-Node, egal wo du bist. Cleanup sorgt dafür, dass alle Nodes, die keine Verbindung haben, rausgenommen werden, in der Mitte per One-Click quasi einmal alles aufräumen kannst. Die Connectors sind alle Connectors, die du benutzt hast. Du siehst ja alle, die nicht benutzt werden, die verschwinden dann einfach
auch eine Methode, um das Ganze ein bisschen übersichtlicher darzustellen. Natürlich nur am Ende, nicht wenn man damit arbeitet. Live Preview habe ich ja schon gesagt, dann wird das hier live angezeigt. Wenn du das ausstellst und hier was veränderst, dann siehst du das nicht. Live Notes und Live Update ist genau das gleiche, nur auf Notes bezogen. Wenn du hier später so eine Kette von Notes hast, dann kannst du dir die auch anzeigen lassen, hier zum Beispiel Multiply. Dann kann man sich quasi den Weg oder ja doch den Weg des entsprechenden Materials anschauen und muss dann halt nur damit rechnen, wenn das ein bisschen größer ist, dass es vielleicht je nach Rechner ein bisschen länger dauert. Ist aber insgesamt eine ziemlich coole Funktion, besonders wenn es dann mal ein bisschen größer und komplizierter wird, damit man sich in der Mitte einmal anschauen kann, wo sind wir denn jetzt gerade und wie sieht das Ganze hier genau an der Stelle aus. Hide Unrelated bedeutet, dass du quasi dich jetzt gerade in einer Kette befindest. Also Multiplayer bedeutet, der hängt mit dran und der und alle anderen eben nicht. Wenn ich mir jetzt nur den Einser schnappe, dann werden alle anderen halt entsprechend grau hinterlegt. Und ja, so kannst du quasi auch, wenn es ein bisschen größer und komplexer wird, dann dein Flow zurückverfolgen, deinen Weg zurückverfolgen und ist auch eine ganz nützliche Funktion, habe ich jetzt aber nicht so oft gebraucht, weil so unfassbar komplex wird es bei mir noch nicht in den Blueprints, das ist meistens immer ein bisschen was Einfaches, was man so quasi in dem Bereich sehen kann, also noch nicht so oft benutzt. Ja, wenn es komplexer wird, kannst du auch wie in den Blueprints selber Comments schreiben, geht auch mit C, das ganze System ist exakt dasselbe wie in der Blueprint, kennst du ja auch. Und jetzt fügen wir das testweise in der Welt zu. Apply haben wir ja schon eben gedrückt, das mache ich jetzt nochmal. Und jetzt können wir das, ich mache es mal eben kurz hier rein, einfach draufziehen und fertig. Und wenn wir jetzt hier irgendwas ändern wollen, Farbe ändern, okay, wie gesagt, passiert noch nichts. Erst Apply drücken und dann wird die Änderung wirksam. Ich habe das Material jetzt mal eben kurz angepasst auf Rot, 1 metallisch, 0,5 Roughness, damit wir uns jetzt die verschiedenen Blend-Modes anschauen können. Der Blend-Mode Opak, den hast du schon gesehen, bedeutet, das ist genau das gleiche, was du hier siehst. Das Material ist immer da, es kann nicht durchsichtig sein oder werden und es kann auch keine Mask benutzen. Was das jetzt bedeutet, zeige ich dir jetzt gleich. Und zwar auf der linken Seite, wenn du die Base Node angeklickt hast, kannst du unter Material den Blend Mode von Opak auf Masked oder Translucent ändern. Und auf der rechten Seite hast du schon gesehen, es kommen immer Funktionen dazu oder fallen auch weg. In unserem Fall kommt jetzt diese Opacity Mask hinzu. So, jetzt kann ich hier quasi eine Schablone drauflegen, wenn ich zum Beispiel eine Textur habe mit einem Kreis oder mit irgendwelchen Seitenlinien oder was auch immer, dann kann ich die als Maske benutzen. Und nur das, was durch die Maske durchscheint, das siehst du hier auch. Ich kann jetzt mal einfach irgendeine Textur raussuchen aus dem Starter-Content, den ich hier hinzugefügt habe. Dazu benutze ich eben die Filter. Habe ich dir ja auch schon in einem anderen Video gezeigt, wie du das machen kannst. Einfach auf Textur und dann irgendwas raussuchen. In unserem Fall muss ich mal ganz kurz schauen. Nehme ich mal lieber was Einfaches. Nehme ich mal das hier einfach, diesen Gradient. Füge den hier hinzu und dann kriegst du hier so ein Texture Sample. Das kannst du hier natürlich dann auch wieder ändern, wenn du möchtest. Dazu kommen wir aber dann später noch. Wichtig ist nur jetzt, dass das die Textur ist, mit der wir jetzt arbeiten, mit der wir dann die Maske steuern. Auch hier wieder einfach nur verbinden. Und das ist jetzt der große Vorteil von diesem Blend Mode. Mask bedeutet aber auch, dass der an irgendeinem Punkt einfach einen Cut macht. Du siehst, die Maske geht eigentlich noch ein bisschen weiter und wird dann ganz langsam schwarz und bleibt dann schwarz. Er macht jetzt hier einfach einen riesen Cut. Hier vielleicht ein bisschen besser zu sehen auf so einer Plane. Er macht einfach nur einen Cut und das war's dann. Wenn du saubere Übergänge haben möchtest, dann musst du den nächsten Blend-Mode nehmen, und zwar Translucent. Wenn wir den jetzt einfach ändern und dieselbe Mask benutzen, dann müssen wir hier noch darauf achten, dass wir den Pin entsprechend anpassen. Und zwar auf Opacity. Dann compilet er noch kurz. Und jetzt sieht das Ganze schon anders aus. Wir haben ja schöne, saubere Übergänge. Das ist der Vorteil von Translucent.
zwischen Opaque und Translucent ist dann einfach masked. Das braucht dann auch nicht so viel Rechenleistung, sage ich jetzt mal. Und hat den Vorteil, dass du dann zusätzlich dann trotzdem noch metallisch oder deinen Roughness-Wert einstellen kannst. So, zusätzlich in demselben Slot hier unter Material kannst du noch einstellen, ob das Ganze auf Default Lit oder Unlit gestellt werden kann. Auch hier gibt es natürlich noch ein paar tausend andere, aber das sind jetzt erstmal die wichtigsten. Default Lit hast du schon gesehen, das ist der, mit dem wir die ganze Zeit arbeiten. Und Unlit bedeutet einfach nur, dass das noch nicht mal eine Base Color haben kann, die in irgendeiner Form beleuchtet werden kann. Also kannst du hier nur Emissive Color einsetzen und das macht das Ganze auch sehr interessant für zum Beispiel Laserschüsse und sowas. Weil da willst du so oder so nicht, dass der irgendwie beleuchtet wird, also meistens nicht, und benutzt Emissive Color E. Wahrscheinlich benutzt du auch eine Opacity Mask und kannst somit dann ein bisschen Rechenleistung sparen. Also hier einfach umstellen. Ich nehme mal wieder Opaque. So. Zusätzlich hast du hier die Funktion, dass das Ganze auch two-sided sein soll. Du siehst ja jetzt hier, ich habe hier eben extra die Plane hinzugefügt und gerendert wird das Ganze natürlich nur auf der dir zugewandten Seite, also da, wo die Normals hinzeigen. Auf der anderen Seite existiert das Ding gar nicht. Das ist auch gut so, um auch wiederum Leistung zu sparen, denn wenn das jetzt ein Cube wäre zum Beispiel, würdest du die Innenseite ja niemals sehen. Das heißt, es ist völlig egal, dass der von innen nicht gerendert wird. Beim Spiel ist das auch schon mal vielleicht aufgefallen, du gehst in das Ding rein oder backst da ein bisschen rein und kannst auf einmal überall durchgucken. Auf der Innenseite existiert das Ding einfach nicht. Bei einer Plane und bei irgendetwas, womit du dann damit arbeitest, was auch immer, kann das deswegen wertvoll sein, dass das Ganze auch von der anderen Seite gerendert wird und deswegen nimmst du einfach two-sided. Und sobald du das einstellst, wird er sich einfach hier, nachdem er ein bisschen gerendert hat, von beiden Seiten zeigen. Das gilt übrigens dann für alle Seiten, auch selbst wenn das ein geschlossener Cube ist. Also musst du dann selber entscheiden, wann das für dich wertvoll ist. So, kommen wir jetzt zur Material Instance. Du hast ja gesehen, dass jedes Mal, wenn wir hier irgendeine Änderung vornehmen, der hier neu compilen muss. Und das ist jetzt beim, gut, mein Rechner ist jetzt nicht der beste, aber selbst bei so Kleinigkeiten wie Farbe ändern oder so, sieht man wenigstens ganz kurz, dass der hier was macht. Und du kannst dir sicherlich vorstellen, dass so bei so riesigen Materials, der gerne mal ganz schön lange compiled und das geht dann nicht nur auf die Nerven, sondern wenn du dir dann vorstellst, dass du vielleicht für jemanden irgendwas machen musst und du baust vielleicht ein Material und dein Kollege, der verwendet das vielleicht für verschiedene Objekte und muss dann jedes Mal hier reingehen, die Farbe ändern für, weiß ich nicht, das dritte oder vierte Auto, muss es auf blau stellen und dein Material ist vielleicht ein bisschen groß und das braucht dann vielleicht 5 Sekunden und das dann anpassen und sowieso jedes Mal ein neues Material erstellen dafür, weil das ist ja jetzt nur eins und wenn er das auf verschiedene Autos geballert hätte, dann wären die halt alle daneben, Moment, in der Farbe, die er hier eingestellt hat. Damit das Ganze ein bisschen schneller ist, auch für dich und oder für die Leute, für die du das machst, kannst du Material Instanzen erstellen, weil da dann eben nur das neu berechnet wird, was du wirklich willst. Wenn ich jetzt hier ein riesen Material habe und vorne irgendwo in der Schlange dann die Farbe ändere, dann baut er alles komplett neu auf und deswegen dauert das so lange. Mit der Instanz macht er das nicht. Nur, wie erstellen wir jetzt eine Instanz? Das ist ganz einfach. Du gehst einfach auf dein Material, rechte Maustaste, Create Material Instance. So, das ist jetzt deine erste Instance. Davon kannst du unendlich viele dann erstellen. Doppelklick auf die Instance und dann siehst du nochmal eine kleine Vorschau von dem Ganzen. Nur hier auf der rechten Seite hast du nicht wirklich irgendwelche Optionen, um das jetzt zu ändern. Und wie das jetzt geht, das zeige ich dir jetzt. Und zwar entscheidest du das hier im Material. Zum Beispiel unsere Farbe. Wenn ich jetzt mit der rechten Maustaste hier draufklicke, kann ich daraus einen Parameter machen. Und dann kann ich dem auch einen Namen geben, zum Beispiel Color. Dem Moment, wo ich das jetzt einmal fertig mache, bin ich in der Instanz in der Lage, wenn ich das einmal aktiviert habe, hier die Farbe zu ändern. Und du siehst jetzt schon, das geht extrem schnell, viel schneller, also wesentlich schneller als eben im Editor. Und das Gute ist, dass das Ganze dann auch in der Engine, also wirklich in deinem Level ein bisschen schneller geht. Wir können das jetzt hier nochmal daneben packen und
wenn du dann die Instanz von dem Material auf dein Objekt gezogen hast, kannst du das quasi instant beobachten, wie sich das dann auch in deinem Level verhält mit den Lichtverhältnissen. Die sind ja dann anders als in diesem Vorschaufenster und so weiter. Hier kann man noch viel mehr hinzufügen, und zwar zum Beispiel unseren Metallic-Wert, rechte Maustaste, Convert, Metallic, und hier auch rechte Maustaste, Convert, Roughness, das kommt eh weg, Apply, und schon wird das hier aktualisiert. Und hier können wir dann sagen, dass es eben nicht metallisch sein soll und dass es vielleicht total rough sein soll. Wir können on the fly einfach wieder die Farbe ändern und die Werte sogar entsprechend anpassen. Und das gibt eine Instant-Änderung dann. Metallisch macht natürlich jetzt wenig Sinn auf 3, weil es entweder metallisch ist oder nicht. Aber ich denke, du weißt, worauf ich hinaus will. Du hast hier wesentlich mehr Optionen und bist auf jeden Fall viel, viel schneller am Ziel und deine Kollegen auch. Und außerdem kannst du dieses Material jetzt als Basismaterial benutzen und davon unendlich verschiedene Instanzen machen. Und da kommt jetzt dann wieder das Autobeispiel zum Tragen. Hier an der Stelle habe ich jetzt zwar eine Instanz, die rot ist, aber wenn ich jetzt davon noch eine Instanz mache, dann kann die eine andere Farbe haben, wie du siehst. Und die muss ich dann einfach nur hier draufziehen. Fertig. Genauso wie bei der dritten Instanz, und die kann ich alle individuell anpassen. Natürlich vorher den Haken machen und dann, keine Ahnung, nehmen wir irgendwas Grünes und safen. So, und so hast du einmal die Arbeit gemacht mit deinem Material und kannst da super viele Instanzen draus machen. Dann kommen die mal wieder weg. Und die lassen wir mal drauf. Eine nützliche Funktion zur Instanz möchte ich dir noch mit auf den Weg geben. Und zwar kannst du direkt im Base Material von dir dann auch noch bestimmte Gruppen hinterlegen. Dein Material wird am Anfang nicht, aber später wesentlich größer werden. Also man kann nicht umsonst commenten. Und dann wird es in der Instanz auch schon mal unübersichtlich, weil das alles ja einfach untereinander dargestellt wird. Ich mache hier nochmal eben auf. So, hier einfach untereinander weg. Und an der Stelle kannst du dann, wenn das Ganze ein Parameter ist, schon auf der linken Seite sagen, welche Gruppe das denn sein soll. Und das ist dann zum Beispiel die Gruppe Color. Und wenn er mal fertig gerödelt hat, dann siehst du, dass das Ganze jetzt schon unter der Gruppe Color ist und die anderen beiden unter dieser globalen Gruppe, unter der das alles zusammengefasst wird. Und hier kann man natürlich dann auch die Gruppe wieder auswählen, die du schon hast. Das funktioniert genauso, das Gruppensystem, wie in dem Blueprint Editor. Oder eben hier reinschreiben und sagen, das ist eben Gruppe 1 und das ist eben Gruppe 2, was auch immer du möchtest. Wieder Apply und Save und dann siehst du das Ganze unter den entsprechenden Gruppen. Alle von dir gesetzten Variablen kannst du übrigens auch in-game verändern. Dazu kommt auf jeden Fall nochmal ein separates Video. Ich zeige es dir jetzt nur mal ganz kurz, damit du die Notes mal gesehen hast und falls es jetzt irgendwie dringend ist, damit du weißt, was du benutzen kannst, und falls es dazu noch eine separate Frage geben sollte von dir, hau sie einfach in die Kommentare. Das kriegen wir dann schon geregelt. Wichtig hier an der Stelle ist, es muss ein Parameter sein. Alles andere kannst du nicht ansteuern. Also wenn du eine Constant hast, das geht nicht. Den Namen selber musst du dir auf jeden Fall merken, weil den müssen wir gleich manuell eingeben. Da gibt es keine Note, die das irgendwie auslesen kann. Das muss 1:1 nachgetragen werden. Und ja, im Grunde genommen war es das hier schon in dem Material Editor. Jetzt gehen wir raus in den Level Editor und bauen uns ganz kurz so eine kleine Test-Blueprint. Color. So, Static Mesh rein. Und dann nehme ich einfach auch wieder den Cube.
Und der kriegt dann das Material übrigens, wenn du hier einfach im Content-Browser auf das Material oder die Instance klickst und dann irgendwo hingehst und überall, wo so ein Pfeil ist, kannst du das dann automatisch dann zuweisen. So, mehr brauchen wir jetzt nicht. Und dann kannst du dir zum Beispiel auf Beginn Play eine Instanz machen von dem Material. Also schnappst du dir den Static Mesh und tippst ein Create, wenn ich schreiben könnte, Dynamic Material Instance. Das hat jetzt nichts mit der Instance zu tun, die wir eben hinzugefügt haben. Das sind zwei verschiedene Sachen. Jetzt wird quasi eine dynamische Material Instance erstellt, die wir während des Spiels verändern können. Die Instance, die wir hier hinzugefügt haben oder erstellt haben, so, die ist nicht dafür gedacht. Die musst du also dann hier auf jeden Fall nochmal extra erstellen. Das geht natürlich auch mit einem normalen Material. Ob in dem Static Mesh jetzt eine Instance liegt oder ein normales Material, ist völlig egal. Du musst in jedem Fall die Dynamic Material Instance erstellen. Ein Static Mesh oder irgendein Mesh kann ja auch mehrere Materials haben. Deswegen kann man hier den Index auswählen. Den lassen wir jetzt auf 0. Für dich jetzt alles einfach so lassen, wie es ist. Und diese Instanz, die wir jetzt on Begin erstellen, die speichern wir uns dann ab. Also Variable, ich benenne die jetzt mal nicht, weil es ja nur mal eben schnell gezeigt werden soll. Und mit dieser Instanz, also mit dieser Referenz zur Instanz, können wir dann arbeiten. Damit können wir dann irgendetwas machen. Und zwar, wenn du das rausziehst, Parameter verändern. Und es gibt ja verschiedene Parametertypen. SetScalerParameter ist einfach ein Parameter, was ein Float ist. Und das wiederum ist all das, was hier ein Value hat, also eine Constant 1. Wenn du eine Farbe verändern willst, brauchst du was anderes, dann wird es ein bisschen komplexer. Das heißt SetColor und dann hast du jetzt zum Beispiel SetVectorParameterValue. So. Und du weißt ja auch, ich kann das mal eben hier splitten, dass das ein Struct ist und da gibt es dann halt verschiedene Werte und du siehst ja Red, Green, Blue und Alpha. Das ist das, was du verändern kannst und was das dann sein soll, ich klappe das mal eben ganz kurz ein, so soll jetzt auch nicht zu komplex werden, ist jetzt hier der Parametername. So, und der bezieht sich auf genau das, was du in der dynamischen Instanz verändern willst, bedeutet für dich jetzt einfach nur abgucken, du willst die Farbe ja verändern, Color, okay, dann rein, SetVectorParameterValue, nimm das ganze Color und dann kann es irgendwie verändert werden, was auch immer. Das nur ganz, ganz, ganz grob. Das Ganze muss natürlich dann noch angeschlossen werden an einen Button oder eine Taste oder sonst was. Das sind so die Nodes, die du dafür brauchst. Keine Sorge, wie gesagt, das wird alles nochmal separat behandelt, sonst wird das Video jetzt hier viel zu lang werden. Wenn es dazu noch eine Frage gibt, einfach ab in die Kommentare damit. So, und jetzt weg damit wieder. Gehen wir nochmal ins Material rein. So, du hast ja eben gesehen, dass ich mir eine Textur reingezogen habe und meistens ist eine Textur auch eine Grundlage für so ein Material. Das kann man auch alles dynamisch berechnen lassen. Das hat wiederum den Vorteil, dass man das on the fly verändern kann, also einfach on the fly verändern kann und unbegrenzt skalieren kann. Das heißt, wenn zum Beispiel ein Stern oder so automatisch ausgerechnet wird, dann kann der auch unendlich groß oder unendlich klein werden. Wenn du eine Sterntextur hast und die ist nur 128x128 und du machst die immer größer, dann wird es, wie du ja weißt, verpixelt und da gibt es halt Vor- und Nachteile. Die Textur muss halt nicht immer berechnet werden und sparst dir Leistung. Auf der anderen Seite sparst du dir Speicher, wenn du eine Textur oder zu viele Texturen hier in deinem Spiel verwendest und so weiter. Da gibt es auch ein Trade-off, aber das Ganze ist nochmal ein Thema für sich. Grundsätzlich werden hier aber Texturen benutzt und der ganze andere Kram, um rundherum etwas zu verändern oder vielleicht eine individuelle Mask zu erstellen. Ja, wie man jetzt so eine Textur einbringt und wie man so ein kleines Material mit verschiedenen Texturen dann erstellen kann, das zeige ich dir jetzt. Dazu suche ich mir auch aus dem Starter-Content irgendeine raus, wieder einfach den Filter aktivieren und ich habe mich dann für, was war das, T-Brick Clay New entschieden, da T-Brick Clay New, da gibt es mehrere, was die machen, zeige ich dir auch jetzt, einfach hovern über dem entsprechenden Material und loslassen.
dann kommen die rein. Du kannst natürlich auch einfach sagen, dass du ein Texture Sample suchen willst und dem Texture Sample dann sagst, was es dann sein soll. Oder aber du gehst in eine Palette und suchst sie hier raus und ziehst es dann einfach rein. Das geht auch. Jetzt haben wir hier drei verschiedene Texturen und wenn du einen Doppelklick drauf machst, dann kommst du automatisch zur entsprechenden Textur und weißt dann, wo sie liegt. Auf der linken Seite kommst du dann, wenn du einen Doppelklick auf Texture machst, in den Texture Editor. Das ist jetzt quasi wieder eine eigene Oberfläche, zu der kommen wir separat auch nochmal. Wichtig für dich ist jetzt einfach nur, dass du hier auf der linken Seite unter View die verschiedenen Kanäle siehst. Und mehrere Kanäle bedeutet auch, dass du mehrere Texturen reinpacken kannst. Also das ist der Red Channel, das ist der Green Channel, der Blue Channel und der Alpha Channel. Und wenn ich das jetzt einfach mal wegnehme, da ist im Red Channel zum Beispiel diese Textur drin. Im Green Channel genau das gleiche mit kleinen Varianten und im Blue Channel auch. Und der Alpha Channel, damit kann man zum Beispiel was maskieren. Wenn ich hier alles einmal anklicke, dann wird der Hintergrund zum Beispiel ausgefadet. Also der ist jetzt gerade translucent. Damit kann man dann verschiedene Sachen bewerkstelligen. Bei unserer Textur hier handelt es sich hierbei um die Base Color und da wollen wir Red, Green und Blue haben und nicht nur Red. Ich zeige dir mal kurz den Unterschied. Wenn ich jetzt Red, Green und Blue, deswegen RGB hier oben, in die Base Color reinpacke, dann wird hier schön dargestellt, ändere mal das Licht ein bisschen. So, dann wird schön dargestellt, was das ist. Wenn ich mir jetzt einfach nur den Red Channel schnappen würde und in die Base Color packen würde, dann hätte ich nur diese Grauwerte davon. Alles zusammen ergibt dann die Farbe. Deswegen haben wir immer eine Haupttextur, wo wir RGB benutzen. Das Ganze sieht jetzt natürlich ein bisschen flach aus. Ich muss mal eben ganz kurz schauen. Den Grid machen wir eben weg. Und hat überhaupt keine Tiefe. Und dazu sind dann die beiden hier da. Kommen wir mal direkt zu dem hier. Der ist auch in verschiedene Channel gepackt. Der besteht aus verschiedenen Channeln. Nur die haben jetzt eine andere Bedeutung. Wenn du eine Material hast, heißt das nicht, dass immer alle Channel genutzt werden müssen. Das kann auch immer nur einer sein. Red, zum Beispiel Green, ich glaube Blue war das gleiche. Genau, also Blue wird nicht benutzt. Blue ist genauso wie Red, glaube ich. Ja, ist genau das gleiche. Also haben wir nur die beiden, Red und Green. Ich gucke mal, ob im Alpha was drin ist. Ne, da ist gar nichts drin. So, Red sieht jetzt für mich aus wie ein Channel für die Roughness. Denn wir haben ja eben gesagt, so okay, man kann jetzt in Roughness einen Wert zwischen 0 und 1 reinballern, aber das heißt nicht, dass auf so einer großen Grafik bzw. auf so einer großen Textur immer nur entweder 0 oder 1 drauf sein kann, sondern es können pro Pixel ganz viele verschiedene Unterschiede sein. Also 0 ist weiß und 1 ist dann schwarz und das bedeutet wiederum, dass wir auf einer Textur ganz viele unterschiedliche Werte darstellen können. Der Trick dabei ist jetzt hier nicht RGB, also alles reinzuballern, sondern, jetzt war ich bei Metallic, da wollte ich gar nicht rein, weil unsere Wand ist natürlich nicht metallisch, deswegen gebe ich ihm hier auch mal 0, sondern ich schnapp mir hier den Rotwert und ziehe den in die Roughness rein. Und jetzt müsstest du sofort hier sehen können, dass sich was verändert hat. Ich hoffe, das kann man sehen anhand des Lichts. Hier sieht man super viele Stellen, die ein bisschen gröber sind und weniger Licht reflektieren als die anderen. Nochmal als Vergleich. Total flach und nichtssagend. Und sobald ich hier die Roughness reinziehe, sieht das Ganze schon ein bisschen schöner aus. So, zusätzlich kann ich jetzt hier auch noch den Green Channel benutzen und den in Ambient Occlusion hinzufügen. Das habe ich jetzt eben noch nicht gesagt, was das ist. Das kommt jetzt noch. Ich gehe nochmal eben ganz kurz hier rein und zeige es dir. Ambient Occlusion ist quasi ein hinzugefügter Schatten. Das heißt, der wird jetzt nochmal ein bisschen Tiefe reinbringen, weil wenn du auf diese Steine guckst, dann weißt du ja, obwohl das jetzt eine glatte Oberfläche ist, dann Geist weiß ja, okay, das sind Rillen und in den Rillen ist ein bisschen mehr Schatten und
um quasi dem User dann noch mehr Perspektive zu geben, fügst du quasi dieser Textur diesen Schatten einfach nochmal hinzu, obwohl da eigentlich keine Rille ist. So, das Ganze sieht man jetzt, und ganz wichtig, das sieht man leider nicht hier im Editor. Ich weiß nicht warum, da gibt es sicherlich einen technischen Hintergrund. Ich glaube, das war irgendein Workflow, für den sich Epic entschieden hat, und deswegen hat man auf der anderen Seite irgendwo ganz viele Vorteile und verliert dadurch halt die Fähigkeit, Ambient Occlusion darzustellen. Glaube ich, bin ich mir nicht sicher. Deswegen, wenn du das testen willst, immer sofort in der Welt drin. So, den anderen Kram packen wir jetzt mal weg. So. Das brauchen wir auch nicht mehr. So. Das docke ich mal kurz hier an und füge dann den Channel hinzu. Und jetzt achte mal oben drauf. So, du hast einen ganz leichten Schatten jetzt bekommen und es sieht ein bisschen besser aus. Ich hoffe, das kann man überhaupt sehen, aber wenn nicht, dann probier es selber mal aus. Das unterstützt das Ganze nochmal, ist aber nicht zwingend notwendig. Jetzt wieder zurück. Den anderen Channel hatten wir ja nicht benutzt hier, beziehungsweise der war derselbe nochmal und den hier auch nicht. Da war ja nur alles weiß, glaube ich. Deswegen sind wir hiermit schon fertig. Aber in der Theorie kannst du quasi in ein Texture Sample, also in eine Textur, drei verschiedene Texturen mit Graustufen hinterlegen, um vielleicht irgendwas metallisch zu machen oder die Roughness zu verändern. Und der compiled ein bisschen. So, jetzt haben wir die Roughness, jetzt haben wir die Ambient Occlusion, wir haben unsere Base Color, also wie unsere Textur überhaupt aussehen soll. Und jetzt kommen wir zu diesem Kandidaten hier. Wenn wir uns den genauer anschauen, sieht der ja ganz schön krass aus, was auch immer das dann sein mag, möchte man dann denken. Und im Grunde genommen ist das so, das ist eine Normal Map und die möchtest du auch nicht verändern. Wenn du eine Normal Map kriegst als Texture Sample, dann benutzt du immer alle Channel. Und wenn das so komisch blau, grün, irgendwas aussieht, dann ist das genau richtig. Dann nimmst du die einfach und wirst den sofort hier in den Normal Pin stecken und du siehst sofort, dass das Ganze mehr Tiefe bekommen hat. Wenn du jetzt hier die Rillen einmal anschaust, dann sieht man sofort, dass da auch sich echte Schatten gebildet haben. Also denkt man zumindest. Das Ganze kann ich dir jetzt hier nochmal anschauen. Wenn wir Applied haben. Das hat viel mehr Tiefe, das Ganze. Wenn ich jetzt hier die Einstellung ein bisschen ändere, dann siehst du deutlich Schatten in dem Ganzen. Und die Schatten wandern von links nach rechts, wenn du dir die Steine anguckst, also die verschiedenen Platten. Und das macht eben die Normal Map. Die Normal Map sieht, von welcher Seite das Licht kommt. Und obwohl das Ganze nur eine flache Oberfläche ist, wird es für dich diese kleinen Schatten hier simulieren. Das sorgt auf jeden Fall richtig krass dafür, dass dein Material halt zum Leben erweckt wird. Normal Maps kannst du in Programmen wie Blender zum Beispiel selber erstellen und baken und Photoshop und weiß ich was, das kann man alles theoretisch auch selber machen, also ist jetzt ein bisschen off-topic, aber das kann man dann selber auch nochmal beeinflussen und extremer machen oder weniger extrem. Jetzt für den Anfängerbereich reicht es, Normal Maps sieht komisch blau aus, nimm RGB, pack die in Normal, fertig. Und das war es auch schon im Grunde zum Thema Texture Sample. So, jetzt haben wir unser Material fertig. Das ist hier eine schöne Wand und die klatscht jetzt irgendwo drauf und stellst auf einmal fest, dass das Ganze auf einmal unterschiedlich scaled. Und normalerweise sind diese Materials ja alle genau für die Assets gemacht, also die meisten mit denen sie dann mitgeliefert werden. Aber falls das mal nicht sein sollte und du da ein bisschen mehr Kontrolle haben möchtest, musst du dir selber
für dein eigenes Material die entsprechenden Kontrollen schreiben. Und das machen wir jetzt. So, zurück im Editor. Machen wir hier mal ein bisschen Platz. Dazu kommen wir hier später. Die brauchen wir jetzt noch nicht. Das ist auch jetzt erstmal egal. Kümmern wir uns nur hier um unser Texture Sample und das soll jetzt geteilt werden. Wir wollen also die UV-Koordinaten verändern und dafür brauchen wir ein Texture Coordinate. So, das beinhaltet UV-Daten 1, 1 und wenn ich jetzt sage, ich möchte das gerne hier in die UVs hinzufügen und sage in den UV-Koordinaten, das sind jetzt einfach mal doppelt so viele auf U, dann teilt er das entsprechend. So, wir haben mal 10, dann wird es ein bisschen krasser. So, und jetzt ist das geteilt in der U-Koordinate. Ich kann natürlich auch einfach 5 und 5 machen und das entsprechend einstellen. Wenn ich das Ganze jetzt nicht so festmachen will und auch ein bisschen dynamischer Hand haben möchte, kann ich das auch einfach wieder wie eben mit einem Multiply regeln. Constant rein zum Parameter UV Tiling benennen. Rein damit machen wir mindestens 1 und dann geht es ab in die UVs. Dann noch Apply drücken. So, und jetzt können wir hiermit schon in unserer Instanz arbeiten. So. Wenn das Ganze ein bisschen genauer sein soll, dann können wir hier noch einen Schritt weiter gehen. Jetzt arbeiten wir ja gerade mit allen, also mit beiden Koordinaten gleichzeitig. Wenn wir das trennen wollen, dann brauchen wir eine zusätzliche Node, und zwar die Mask Node. Davon brauchen wir dann 2. Und hier oben masken wir einmal G aus und unten einmal R. Gleichzusetzen mit UV. Jetzt haben wir die separiert. Also hier oben ist nur U und hier unten ist nur V. Und jetzt machen wir dasselbe nochmal. Also wir nehmen unsere Multiply-Node, setzen die hier hinter, machen wieder 2 Konstanten rein. Die werden wieder in Parameter converted. Und hier sagen wir einfach, das ist U-Tiling. Rein, fertig. Umwandeln. Und das ist V-Tiling. Und wenn ich jetzt schaffe, wird das Ganze entsprechend verbunden. Danach müssen wir das wieder zusammenfügen und das machen wir über Append. Jetzt haben wir also U und V wieder zusammengefügt und das kann dann wiederum in das UV Texture Sample. Da das Ganze jetzt Parameter sind, haben wir das auch sofort wieder zur Verfügung. Wir haben keine Gruppen gemacht, siehst du, wird jetzt schon ein bisschen tricky und können dann zum Beispiel sagen, dass nur V oder nur U geteilt wird. Jetzt gerade müssen wir erstmal alles anhaken und dafür sorgen, dass wir was sehen, weil das ist auf 0 gestellt geworden und dann multipliziert er mit 0 und das ist halt gar nichts. In unserem Fall mache ich es mal ein bisschen größer, damit man was sieht. Und jetzt könnte ich zum Beispiel nur V teilen. Oder nur U. Und die Werte dann, die ich dann hier entsprechend eingestellt habe, auch natürlich mit beiden nochmal zusammen. So, die Standards können wir jetzt direkt mal einstellen, damit das alles auf 1 ist und UV vielleicht auf 0,5. Zack, Standard 1, Standard 1, UV auf Standard 0,5 und Apply. So, jetzt können wir noch einen Schritt weiter gehen. Append können wir uns erstmal schenken. Jetzt könnten wir sagen,
dass wir das nicht teilen wollen, sondern dass wir das ein bisschen scrollen wollen. Von links nach rechts oder von unten nach oben, um vielleicht irgendwie noch ein bisschen Feintuning zu betreiben. Dazu nehmen wir uns halt den Wert, der hier dran ist, und benutzen eine AddNote, weil wir ja nur etwas hinzufügen wollen, einen gewissen Wert. So, Add. Und hier auch. Und wieder. Zwei Parameter. Das nenne ich dann einfach jetzt UOffset. Und VOffset. Das Ganze wird wieder zusammengefügt am Ende, damit es auch funktioniert. Apply. So, den Offset von 0. In unserer Node ist das noch nicht aktualisiert. Das machen wir mal eben ganz kurz, damit wir was sehen können. So, und jetzt könnte ich sagen, okay, das passt hier nicht an der Stelle oder das passt oben vielleicht nicht und benutze mein V-Offset und kann das nur bewegen in eine bestimmte Richtung, ohne es großartig zu stretchen. Dasselbe geht natürlich auch mit der anderen Seite. So kannst du es dann individuell anpassen. So, als nächstes möchtest du das Ganze vielleicht rotieren. Das können wir auch noch mit reinbauen. Und du siehst, es wird immer und immer größer. Das ist aber ganz normal, wenn man damit arbeitet. Dazu nehmen wir einen Custom Rotator. Wo ist er? Da ist er. So, ach Quatsch, das müssen wir hier noch. Dafür braucht er beides. Er braucht UV-Koordinaten, also beide. Und der Custom Rotator ist einfach nur eine Funktion, eine Material-Funktion. Das ist genauso wie eine Funktion im Blueprint-Editor. Wenn man da doppelt draufklickt, kommt man direkt rein. Und der macht nichts weiter als ja, den Spaghetti-Kram hier. So, also jede einzelne Funktion kann man so dann nochmal verändern und man kann auch eigene Funktionen erstellen. Das werden wir gleich auch noch machen, um uns das hier ein bisschen zu vereinfachen. Und ja, wir gehen im Custom Rotator einfach die UV-Koordinaten von uns. Das können natürlich auch direkt die hier sein von hier vorne, wenn du es nicht so kompliziert machen möchtest. Und den Angle, das ist der Rotation Angle, der wird hier durch unsere Parameter-Node festgelegt. Rotation lassen wir auf 0. Append können wir dann auch direkt testen. Rotation. Und schon kannst du es rotieren. So, jetzt kommt der nächste Punkt. Jetzt hast du so viel Kontrolle und möchtest das Ganze ein bisschen scalen. Bedeutet, ist eigentlich perfekt, soll nur ein bisschen größer werden, das Ganze. Und du siehst schon, mit dem Scale wird auch die Textur immer größer und größer und größer und größer, bis irgendwann die Blöcke, keine Ahnung, riesengroß werden. Mach das mal rückgängig. Das kann natürlich sein, dass du das möchtest, aber es kann auch sein, dass du möchtest, dass die Textur so klein bleibt wie hier jetzt. Und dafür gibt es dann auch eine Möglichkeit, und zwar den Object Radius. Das ist auch eine Node, eine zusätzliche, die wir jetzt nutzen. So, Objekt, wo ist er denn? Da, Radius. Den multiplizieren wir mit irgendetwas und fügen ihn dann hinzu. Das Ganze muss natürlich dann auch ein Parameter sein. Wir multiplizieren ihn deswegen, weil der sich immer nur den Radius von dem Objekt holt, also den Wert von der realen Größe. Und das kann dann dazu führen, dass dein Tiling total off ist. Ich kann dir das gleich mal mit und ohne zeigen. Jetzt machen wir das erstmal mit 1 und multiplizieren das Ganze dann nochmal. Und zwar mit unserem fertigen Wert, der normalerweise in UVs kommen würde. So, das müsste jetzt total off sein. Genau, das ist also so klein, weil die Zahl halt
viel zu groß ist dafür. Deswegen müssen wir das manuell ein bisschen kleiner halten. Ich weiß nicht, ich glaube 0,02 oder so war da ganz gut. Okay, 0,002 in dem Fall. Und dann musst du das quasi von da aus scalen. Das heißt, schau nicht, nachdem du das gemacht hast, dass du dein Material anpasst, und also an die Gegebenheiten, sondern vielleicht erstmal, wenn du das komplett gemacht hast, wenn ein Objektradius schon mit einberechnet wird, pass es an und dann lässt sich dein Objekt auch besser scalen. Das kann ich dir jetzt auch mal kurz zeigen. So, der ist jetzt gleich groß und egal wie groß wir ihn machen, du siehst, die Steine werden nicht größer, die bleiben schön an Ort und Stelle, egal wie groß das Ding ist. Ist wahrscheinlich für Felsen ganz gut und so weiter. So, wieder zurückstellen. So, und wenn du das Ganze jetzt dann hinzufügst mit allem anderen, nehmen wir mal einfach die Normal Map mit, stellst du augenblicklich fest, dass das auch off ist, weil deine Normal Map überhaupt nicht denselben Scale hat wie alles andere auch. Das heißt, du müsstest jetzt in der Theorie sämtliche Samples dann nochmal hiermit verbinden und je nachdem, wie viel du davon hast, kann das auch mal ein bisschen komplex werden. Auch das ganze Ding hier ist ja auch ziemlich groß. Außerdem möchtest du vielleicht den ganzen Code, den du hier benutzt, weil im Grunde genommen kannst du das ja auf alles anwenden, weil es wird ja nur gescaled, das sind ja alles nur grundlegende Funktionen, ja nochmal benutzen. Und deswegen machen wir uns daraus jetzt unsere erste eigene Funktion. Dazu kopiere ich mir den ganzen Kram einfach, Steuerung C, gehe in den Content Browser, rechte Maustaste, Material Textures, Material Function. Ich nehme jetzt einfach mal Scale, wenn ich richtig schreiben würde. So, Scale. Dann gehen wir da rein, kopieren den ganzen Kram rein, verbinden das mit dem Output. Mehr muss nicht gemacht werden. Doch, eine Sache noch, hier auf der linken Seite unter Details musst du noch Expose to Library anklicken, damit du das auch siehst. Apply und jetzt ist schon deine erste Material Function fertig, die du in jedem Material abrufen kannst in deinem Projekt. Das machen wir jetzt auch. Rechte Maustaste, Scale, schon wieder falsch geschrieben. So. Und all das hier können wir uns jetzt schenken. So, theoretisch könnte man natürlich auch die alle über eine verbinden, aber ist schon wesentlich aufgeräumter und ich kann es jetzt nochmal so verbinden wie eben in Roughness und das war jetzt hier Metallic 0 und das hatten wir in Ambient Occlusion. Dann ist auch schon unser Material fast fertig. Und obwohl wir den ganzen Kram jetzt nicht haben, können wir trotzdem, das mache ich mal weg, können wir trotzdem hier in unserer Instanz auf alles zugreifen. Das ist immer noch genau das Gleiche und wesentlich aufgeräumter. Solltest du in deiner Funktion mal was verändern wollen, musst du die nicht extra suchen über den Content Browser, sondern kannst ja einfach auch doppelklicken, so wie in der anderen Funktion und änderst ja einfach alles ab, was du so brauchst. Als nächstes zum Thema universelles Scaling und so weiter gibt es noch eine interessante Option, sage ich jetzt mal, die dafür sorgt, dass deine Textur immer passt, weil sie projiziert wird. Nicht so wie hier. Jetzt ist das gerade so, dieser Block hat diese Textur an der entsprechenden Stelle, wo du sie halt siehst. Wenn ich den jetzt rausziehe und ein bisschen nach oben oder unten fahre, dann wird die halt mitgezogen. Es gibt aber auch eine Funktion, da sagt einfach die Welt, okay, du bist jetzt immer an der Stelle, egal wo der Block ist.
Und wie das aussieht und was das für ein Vorteil ist, das zeige ich dir jetzt. Dazu gehen wir zurück in die Textur. Ich habe hier einmal alles disconnected, damit ich es dir besser zeigen kann. Die Node, die wir jetzt brauchen, ist eine World Aligned Texture. Da ist sie. So, die braucht ein Texture Object. Wenn du so möchtest, ist das eine abgespeckte Version vom Texture Sample. Texture Object kannst du auch einfach suchen. Da ist es. So, damit du das einfach kriegst, können wir jetzt hier zum Beispiel einfach auf unsere Brick-Textur gehen. Die ist jetzt ja schon markiert, also benutze ich einfach hier den Shortcut und wähle die hier oben aus. Ach nee, da hat er sie schon genommen. Das habe ich gar nicht gesehen. Aber hätten wir einfach über den Pfeil jetzt hier reinladen können und dann wäre das gut gewesen. Die World Align Texture, die projiziert jetzt das Texture Object, also unsere Bricks, von allen Seiten auf den Cube drauf. Von oben, von unten, von links, von rechts, von vorne, von hinten. Und deswegen weiß die Textur immer, wo sie ist im 3D-Raum. Wie das aussieht, zeige ich dir gleich. Jetzt müssen wir der erstmal eine Größe geben, weil jetzt hat die gerade noch die Größe 0. Und wir können die Größe jetzt beeinflussen, oben und unten, wie das projiziert werden soll, also wie das Tiling oben sein soll und wie das Tiling unten sein soll, vorne, hinten, links und rechts. Und dafür brauchen wir dreimal einen Parameter. Jetzt könnte ich das Ganze wieder converten, allerdings benutze ich jetzt hier auch einen Shortcut, und zwar S. Damit habe ich auch ein Constant One, aber der ist direkt umgewandelt. Natürlich muss ich nicht unbedingt 1000 S hinzufügen. So, du kannst dir das einfach sparen. Also X, Y und Z brauchen wir, deswegen nenne ich das jetzt auch so, X, Y und Z. Die haben jetzt die Werte 0. Da machen wir am besten am Anfang mal 100 draus bei allen. Und die müssen wir jetzt wieder zusammenfügen. Und wir haben ja schon gelernt, dass wir, wenn wir etwas zusammenfügen wollen, dass wir dann die Append-Node brauchen. Da haben wir aus einem Constant 1 ein Constant 2 gemacht und das brauchte der Custom Rotator in unserer Funktion. Wir wollen jetzt aber 3 zusammenfügen, deswegen nehmen wir nochmal eine andere Node und die heißt Append Many. Da einfach alles hinzufügen. RGB bedeutet in unserem Fall übersetzt X, Y und Z und RGB schicken wir dann in Texture Size. Siehst du auch, das ist ein Vektor 3, also RGB und das ist jetzt quasi die Größe, die er braucht. Also 100, 100, 100 auf X, Y und Z projiziert. Und wie das aussieht, ah nee, das ist Quatsch hier, X, Y und Z brauchen wir. Wie das aussieht, zeige ich dir jetzt hier mit. Er wird jetzt von allen Seiten darauf projiziert. Und wenn ich jetzt sage, dass X 200 ist, oder sagen wir einfach 500, damit man es sieht, dann ist hier auf der Seite noch alles gut. Aber hier wird er halt falsch drauf projiziert. Die anderen Seiten sind in Ordnung. Und so kannst du die individuelle Größe anpassen. In dem Fall macht es meistens Sinn, das komplett gleich zu halten, weil du diese Objekte ja dann kombinieren willst. Wie man das kombiniert, zeige ich dir jetzt auch. Und vor allen Dingen, was das für einen Vorteil hat, falls das jetzt gerade ein bisschen zu schnell war. So, du siehst, die sind immer exakt gleich. Und du kannst da auch gar nichts falsch machen, weil die weiß immer, wo sie ist. Egal wo. Die ist immer perfekt ausgerichtet. Und so kannst du dir richtig chillig eine Wand machen oder sonst was und du musst dir nie Gedanken darum machen, dass du das jetzt irgendwie richtig scales oder hinbiegst oder sonst was. Kannst du dir alles sparen. Für diese Node gibt es noch eine spezielle Node, wenn es zum Thema Normal Map kommt, weil hier ist es jetzt ja so, wir haben eine World Align Texture und dann nutzen wir das Texture Object und das können wir dann mit allen anderen Texture Objects auch benutzen. Wenn du unbedingt eine Normal Map mit einbinden möchtest, nutzt bitte die World Align Normal. Ist dasselbe Prinzip. Damit es nicht zu kompliziert wird jetzt, lasse ich das jetzt einmal so. Wir haben also einmal unsere World Aligned Texture und wir haben einmal unseren individuellen Scale mit der Funktion. Allerdings, ich mach das mal weg,
können wir das jetzt auch kombinieren? Weil jetzt hast du ja entweder oder. Das heißt, wenn ich jetzt Apply drücke und in mein, den machen wir mal weg, und meine Instanz gehe, dann habe ich jetzt hier meine drei Werte x, y und z und kann die hier entsprechend anpassen, so wie ich gerade Bock habe. Das Ganze wird von außen projiziert und fertig. Mir fehlen jetzt natürlich die anderen. So, was ist mit meinem Scale? So, den nimmt er nicht an, weil das ist nicht mit angeschlossen. Deine Instanz nimmt immer nur die Werte an, die auch wirklich gebraucht werden, wenn man sie verändert. Und da das hier total useless ist, wird das auch nicht mit übernommen. Wenn du das switchen möchtest, was jetzt in meinen Augen nur gut ist, wenn du auch wieder für irgendjemand anderes ein Material machst und das so komplex wie möglich sein soll. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Wand machen würde oder so, würde ich nur entweder das nehmen oder das. Also eine von beiden Varianten. Würde für mich jetzt keinen Sinn machen, so ein komplexes Material zu machen und das dann auch noch zu switchen und so weiter. Ich bleibe da lieber so einfach wie möglich. Aber da das gerade hier in das Tutorial passt, zeige ich dir jetzt, wie man auch das machen kann. Dazu brauchen wir einen Switch, heißt das glaube ich, Static Switch. Und da fügen wir dann einfach das Ding hinzu und einmal das hier. Der Switch braucht dann auch noch einen Schalter und das ist ein Bool. Und dieser Bool, den gibt es auch noch als Parameter. Das heißt hier, den können wir dann einfach Switch nennen. Und das kann sich dann einfach fortsetzen. Das heißt, du kannst so viele Switches einbauen, wie du möchtest. Und wie so ein Switch funktioniert, zeige ich dir jetzt auch. Wir haben jetzt einmal unseren Scale und wir haben einmal unsere World Align Texture. Und je nachdem, ob der Switch jetzt an ist oder nicht und was das jetzt als Default ist, entscheidest du hier. Ich sage jetzt einfach mal, der ist an. Das kannst du dann auch in der entsprechenden Instanz verändern. Das heißt, du schnappst ja wieder das Ding, holst dir die Instanz, machst die auf und switcht einfach. Und in dem Moment, wo du switcht, wird einfach hier weitergegeben, was du hast. Unter anderem auch diese Werte hier. Und das Coole ist, alle anderen, die verschwinden dann einfach, weil sie ja nicht mehr gebraucht werden. Du erinnerst dich, das sind alles die Werte aus unserer Scale-Funktion, die wir benutzt haben. Und wenn du wieder zurückswitcht, haben wir wieder unsere Werte von unserer World Align Texture. Und das kannst du dann aufbauen. Du kannst so viele Switches einbauen, wie du möchtest. Wenn du immer denselben Bool benutzt, ich glaube, den kann man einfach kopieren, genau, dann wird alles gleichzeitig geswitcht. Aber wie gesagt, das habe ich dir jetzt nur gezeigt, weil es jetzt gerade ein bisschen gepasst hat. In Wirklichkeit würde ich an der Stelle nur sagen, okay, wenn ich jetzt eine Mauer mache, dann benutze ich das mit World Align Normal vielleicht. Und wenn ich irgendeine andere Textur habe, die ich irgendwie scalen muss und die individuell gescaled werden muss, dann würde ich nur das benutzen, den Switch und den ganzen anderen Kram würde ich mir komplett schenken. Damit kommen wir dann auch zum Ende. Damit haben wir im Grunde alles Wichtige abgedeckt zum Thema Material Instance und so weiter, haben sogar eine eigene Funktion aufgesetzt und du solltest jetzt in der Lage sein, so im Groben alle Ziele zumindest anzusteuern. Wenn es noch irgendwelche individuelle Fragen gibt zu irgendwelchen Projekten oder zu irgendwelchen Materials, die du jetzt erstellt hast und die das jetzt hier nicht abdecken, dann ab in die Kommentare damit. Sowieso auch Material-Wünsche oder ähnliches, alles in die Kommentare. Würde mich interessieren, auch was du da gerade machst oder woran du da arbeitest. Ich selbst habe mir gedacht, für das nächste Tutorial machen wir dann ein Schutzschild-Material und fügen das dann in unser Mini-Projekt hinzu. Zum Thema Mini-Projekt, was ja nebenher immer läuft, würde mich interessieren, interessiert dich das überhaupt, dass das jetzt peu à peu erweitert wird mit dem gesteigerten Wissen? Oder sollen wir das Mini-Projekt jetzt erstmal außen vor lassen und uns darauf konzentrieren, hier weiter in der Grundlagen-Tutorial-Videoreihe nach vorne zu kommen? Alles klar, freut mich, dass du dir das bis hierhin angeguckt hast und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, ciao!